Moin Moin und alle herzlich willkommen zum 19. Teil der Sendung Moderne Kriege oder haben die Kreuzzüge wirklich aufgehört oder gibt es sie immer noch? Eine auf jeden Fall auf der Bibel basierte Geschichtsstudie. Das ist das, was wir euch hier probieren zu verkaufen, ohne dass ihr da was für bezahlen müsst. Das Einzige, was ihr aufgeben müsst, sind die ganzen Lügen, mit denen ihr euer Leben lang indoktriniert wart, weil das hier heißt ja nicht für nichts Stunde die Wahrheit. Also nicht umsonst heißt das Stunde der Wahrheit. Und Stunde der Wahrheit, da kann man natürlich auch leicht mit gegen die Lampe laufen. Also müssen wir immer probieren, alles an der Bibel zu messen, genau wie die Berührer in Apostelgeschichte 17 Vers 11. So, nicht 11, 17, 17 Vers 11. Weil die Beröer waren bessere Juden als die in Thessalonika, weil sie jeden Tag alles in dieser Welt an der Bibel gemessen haben und so feststellen konnten, was Wahrheit war und was Lüge. Das machen Gerald und ich ja auch. Den werde ich euch auch gleich vorstellen. Ich wollte nur mal kurz zurückkommen auf letzte Sendung. Da hatte ich angefangen, euch zu erzählen von diesem Buch Hellstorm, das ich gekauft hatte. Ich hatte dann in der Beschreibung auch noch gesehen, dass es dieses andere Buch da Other Losses gibt von James Buck. Das habe ich mir dann auch bestellt. Das ist letzte Woche zugekommen und dann dachte ich, ich könnte euch ja in der Sendung davor, also in Teil 18, dann auch einen Link mit reintun von der Dokumentation Other Losses. Das ist dann zwar in Englisch, habe ich das gesucht auf YouTube und da gibt es das tatsächlich sogar in Deutsch. Also könnt ihr euch das in Deutsch angucken. Das ist deutsch übersetzt und zwar mit einem Sprecher. Nicht irgendwie mit Lesen, sondern mit einem deutschen Sprecher. Also kann ich nur jedem anraten, sich dieses über die Rheinwiesenlager, das Vernichtungscamp, kann man das im Grunde, man kann es auch ein Konzentrationslager nennen, für Deutsche, nach 1945 eingerichtet von Eisenhower und den Franzosen, könnt ihr euch das mal anschauen. Nun interessant war, als ich das gesucht habe, das ist die kleine Anekdote, die ich mal kurz eben erzählen wollte, könnt ihr mal sehen, wie das manchmal funktioniert in diesem Leben. Ich hatte das in die Suchmaschine in YouTube eingegeben und da kam neben dem Deutschen eben auch das englische Video rauf. Und da hatte ich gesehen, das ist noch gar nicht so oft angeguckt, und da klicke ich da drauf und dann gucke ich auf einmal, wie heißt denn der Uploader? Der heißt Joachim van Wingen. Ich dachte, ich fall von meinem Stuhl hier. Joachim van Wingen ist der, zwischen Anführungszeichen, Freund, der mich in 2010 darüber angesprochen hatte, dass, Jörg, du liebst doch so die Wahrheit. Ja, wir haben Poker gespielt, wir haben getrunken, wir haben Hasch geraucht. Also ne, nicht besonders viel mit Wahrheit zu tun gehabt in der Zeit. Und der mich darauf gebracht hat, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass er derjenige war, mich dann hinzusetzen und diese Untersuchungen zu starten, die mit 9/11, also mit dem 11. September 2001 anfingen und da geendet sind, wo ich heute bin. Der hatte nur damals einen ganz anderen YouTube-Kanal. Jetzt suche ich 2022 diese Dokumentation und stürze auf einen Film, den er mit einem neuen Kanal, weil hier nennt er sich Joachim von Wing. Früher hatte der irgendwie so ein, ich weiß nicht mehr, ich komme nicht mehr auf den Namen, das war irgendwie so ein Name von so einer Kurve im Grand Prix von Spa, weil er ist ein großer Formel-1-Fan und wir haben ja auch Go-Kart gefahren zusammen damals und sowas. Jetzt hat er das unter seinem eigenen Namen da veröffentlicht. Ich habe ihm sogar einen Bericht hinterlassen, einen Kanal unter seinem eigenen Namen, habe ihm gratuliert dafür, toll, dass er das Video hochlädt. Mal sehen, ob er sich irgendwann mal meldet. Aber ist das nicht irgendwie wie so, ich habe mir in dem Augenblick gedacht, das ist wie so ein Kreis, der sich schließt, weißt du? Vor 12 Jahren spricht er mich an, ich werde zwischen Anführungszeichen wach, Gott gebraucht ihn, um mich zu ihm zu ziehen, durch die ganzen Untersuchungen, bin ich der, der ich heute bin, wiedergeborener, bibelgläubiger Christ. Und dann auf einmal falle ich auf den Mann. Vielleicht will Gott mir jetzt die Chance geben, dass ich ihn vielleicht auch nochmal durch einen erneuten Kontakt, vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, dass man, ne, muss man mal sehen. Also das fand ich irgendwie so, der Kreis schließt sich. Fand ich eine schöne Anekdote und ihr könnt euch in der Zwischenzeit das Video Other Losses angucken. Und jetzt muss ich mich natürlich wieder bei dem Gerald entschuldigen, weil ich ihm die ersten 5 Minuten dieses Videos wieder mal geklaut habe mit sinnlosem Geschwätz, was man nicht machen sollte. Aber vielleicht war der auch für den einen oder anderen interessante Informationen bei. So, und jetzt gebe ich das Mikrofon an Gerald. Hallo Gerald, ja. Herzlich willkommen. Wunderbar, dich wieder begrüßen zu dürfen. Ja. Ich freue mich auf die 19. Sendung dieser modernen Kriege. Du hast mir 3 PDFs geschickt und wir wollen mal schauen, wo du uns heute hinführst. Bitte schön, Gerald. Also, vielen Dank für die Einladung, lieber Jörg. Es ist sehr interessant zu sehen, was da so immer so, sich so zusammenfügt. Das
geht mir so, das geht dir so, das geht auch anderen so, die sich mit diesen Dingen beschäftigen. Und das ist schon ein ganz, ganz besonderer Zufall, wenn wir mal das Wort gebrauchen wollen. Ne? Also man kommt dann in die Wahrheit und es führt dann immer weiter. Und das ist einfach das Schönste zu sehen, wie man sich dann entwickelt. Und wenn man dann diese Vergleiche hat, wie das gerade jetzt Jörg sagte, und ich denke, so hat jeder so seinen Moment, wo er sagen kann, ja, damals, da war ich noch ganz anders, da habe ich noch ganz anders gedacht, und auf einmal sehe ich das mit einem ganz anderen Abstand und sehe eben auch die Entwicklung, die ich genommen habe. Und Entwicklung ist immer ganz positiv, ja, vor allem, wenn es in die richtige Richtung geht, in die Erkenntnis und in die Wahrheit. Und insofern ist diese Stunde der Wahrheit natürlich immer nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein, aber wie es eben so ist, kommt Erkenntnis eben auch manchmal einfach so, ohne dass man da irgendwie jetzt was planen kann oder machen kann. Und ihr könnt euch ja vielleicht noch an die letzte Lesung erinnern, als wir uns so ein bisschen mit den ganzen Menschen verständigt hatten, die uns damals durch die Geschichte bekannt geworden sind oder mehr oder weniger durch Recherche bekannt geworden sind und eher weniger durch Geschichte, weil diese Geschichte wird ja weniger gelehrt, wie wir ja schon kennengelernt haben. Und da sind wir ja über diesen Herrn Globke gestolpert, der uns ja da sehr, sehr weit beschäftigt hat, und wir haben festgestellt, dass es eben wahrscheinlich so ist, dass es eben neben den Leuten, die in der ersten Linie stehen, doch eine ganze Reihe von Machern im Hintergrund gibt, geben muss. So wie eben dieser Globke damals in der Adenauerzeit eben ein großer Macher und Organisator im Hintergrund war, der eben, ja, wir hatten es gesagt, ja doch wie so ein kleiner Jesuit arbeitet, von dem, was wir über den Jesuitenorden kennengelernt haben, über die Geisteshaltung von diesen Menschen, hatten wir doch gesagt, Menschenskind, irgendwie, der ist doch, irgendwo ist der doch, der muss doch, der hat doch, das ist doch nicht von der Hand zu weisen. Da muss doch irgendeine Verbindung sein. So. Und wie es natürlich so ist, gibt es diese Verbindung tatsächlich. Allerdings hatte ich die in der letzten Lesung noch nicht. Und diese Verbindung ist zumindest ein kleiner Hinweis, nämlich, ich mache es jetzt mal ganz kurz, der Hans Josef Maria und so weiter. Ihr wisst schon, ich will diesen Namen immer wieder aussprechen. Der war doch tatsächlich in ein Jesuitengymnasium zur Schule gegangen. Und dieses Jesuitengymnasium, das ist in Aachen ansässig und wurde später, in einer späteren Zeit, zum sogenannten Kaiser-Karl-Gymnasium. Und das fand ich schon mal ganz interessant, lieber Jörg. Und da könntest du doch mal zum Beispiel schon mal eins von diesen PDFs mit einblenden, was ich dir geschickt hatte mit dieser Jesuiten-Kommunität oder wie das hieß. Genau das hier. Ne? So, ich habe das jetzt leider verkramscht, deswegen müsstest du jetzt kurz mal ein bisschen runterscrollen und mal zumindest den ersten Satz vielleicht mal vorlesen, bitte. Genau, das, was sozusagen dann mit dem Kaiser-Karl-Gymnasium abschließt. Das wäre lieb von dir. Du meinst hier diesen ersten Satz, genau, hier, die Jesuitenkommunität. Ja. Dass du den mal bitte vorlesen. Also hier drüber sehen wir das Jesuitenlogo, ne, mit der Corona. Ne? Das kann man ja nun nicht mal anders nennen. Das ist ja ein Sunburst, wie man das im Englischen nennt. Die Jesuitenkommunität Aachen war die Niederlassung der Jesuiten in Aachen, die von 1601 bis 2012 mit einigen Unterbrechungen und an verschiedenen Standorten bestand. Der Orden hat das Leben in der Stadt in nachhaltiger Weise geprägt. Die ehemalige Klosterkirche und heutige Kirche Erzengel Michael St. Dimitrios war sein liturgisches Zentrum, und aus der vom Orden gegründeten Jesuitenschule entwickelte sich das heutige Kaiser Karls Gymnasium. Genau so ist es. Ja, das ist, ne? Natürlich hat dieser Name überhaupt nichts mit gar nichts zu tun, ganz zufällig, ne? Dass man das dann Kaiser-Karl-Gymnasium nennt. So, der Punkt ist jetzt, Freunde, genau, du hattest jetzt von mir noch so einen zweiten Link bekommen über das Kaiser-Karl-Gymnasium, und wenn man dann dort draufklickt, dann öffnet sich so ein bisschen die Geschichte. Hier? Nee, das war der zweite. Ja, genau. Und jetzt kannst du dort, das ist ja schon ein PDF, mal runterscrollen mal bitte. Und es geht mir nur noch mal darum, dass ihr dann unten, so weiter runter man kommt, dann irgendwo eine Namensliste zu lesen ist. Dann kannst also, du nur weiter scrollen. Ja, ja. Ne? Genau. Runter, wo genau. Jetzt Namensliste? Weil ja, hier ist keine Namensliste. Hier sind ein paar Namen aufgeführt, aber keine Namensliste. Achso, da müsstest du noch ein Stück weiter vielleicht. Hier ist jetzt Geschichte, ne?
Ja, ja, das scheint wichtig, weil sonst wäre es ja nicht blau angestrichen. Ja. Im September 1601 eröffnet die Schule unter dem Namen Gymnasium Marianum des Jesuitenordens. Übrigens, ich will mich ja jetzt nicht outen, aber es könnte durchaus sein, dass ich an der Schule studiert habe. Jetzt sagen die Leute von wie bitte? ich war ja Soldat hier in Belgien. In Deutschland war ich Soldat und bin dann nach Belgien gegangen, aus Gründen, das geht jetzt zu weit, das spielt auch keine Rolle. Jedenfalls habe ich hier in Abendschule mein Fachabitur nachgeholt, weil ich hatte in Deutschland nur meine mittlere Reife, also Realschule. Und ich wollte ja gerne studieren nach meiner Bundeswehrzeit. Und da bin ich zwischen 1900 und, wann habe ich denn damit angefangen? 1990, glaube ich, im September. Also ich bin im Mai hierher gekommen und im September habe ich angefangen, da auf die Schule zu gehen und bin anderthalb Jahre lang, also bis Ende 1991, jeden Abend 90 Kilometer von Brüssel nach Bergen runtergefahren im Auto und dann ein paar Stunden Unterricht und wieder zurück. Neben meiner Arbeit, die ich tagsüber noch verrichtet habe. Und habe auf die Art und Weise mein Fachabitur nachgeholt. Also kein Abitur, aber Fachabitur. Und mit dem war ich dann später in der Lage, hier in Belgien zu studieren. Und da bin ich ja auf diese, was ich heute weiß, Jesuitenschule in Heverlee gegangen, wo sogar vor einigen Jahren der Jesuitengeneral Alfonso Nicolás einen Auftritt hatte, den man sogar auf YouTube sich anschauen kann. In der Schule war ich. Heute machen die nur noch Lehrerausbildung. Damals hatten sie noch Marketing. Ich hatte damals, das nennt sich Betriebsmanagement, also das ist sowas wie Betriebswirtschaft. Richtung Marketing hatte ich da studiert, 2 Jahre. Das war zwischen 1993, Ende 93 bis 95. Abschluss habe ich nicht gemacht, ist auch eine andere Sache. Aber mein Fachabitur habe ich von der Fachhochschule oder vom Gymnasium in Aachen gemacht. Ich müsste jetzt wirklich mal ganz tief kramen, ob ich irgendwo das Zeugnis auch finde. Es könnte durchaus das sein. Aber es war eine Außenstelle in Shape, ne? Also in Bergen, hier in Belgien. Shape steht für Supreme Headquarters Allied Powers Europe, ne? Also das Oberkommando der alliierten Streitmächte in Europa. Die militärische Abteilung davon, die steht in Bergen. Das ist 90 Kilometer südlich von Brüssel, weil in Brüssel, weiß ja jeder, ist das NATO-Hauptquartier. Ja, es gibt also das NATO-Hauptquartier und es gibt den militärischen Teil da unten. Und da ist eine Außenstelle der Hochschule von Aachen und da habe ich anderthalb Jahre studiert. Das könnte durchaus die sein, das weiß ich nicht. Ja. Aber ich weiß ja nicht, wie viele Hochschulen das in Aachen gibt, von daher. Ja, aber das war 90er Jahre, das war in einem anderen Leben. Ne? Gut, erzähl mal, was ist hier interessant. Also das wären schon zu viele Zufälle, ne? Vor allem, das ist ja nur eines der ältesten und renommiertesten Gymnasien, die eben Aachen so vorzuweisen hat. Und wir kommen gleich auf die Geschichte mal kurz zu sprechen. Ich wollte bloß euch nochmal kurz mitteilen, dass eben dieser Hans Globke eben hier auch mit aufgeführt wird als Absolvent. Dieses Gymnasiums und in der Kurzbeschreibung zu seiner Tätigkeit steht eben drin, dass er eben Kommentator der Nürnberger Rassegesetze war. Und dann ehemalige Schüler, steht er hier dann bei oder was? Genau, ja, der steht dann irgendwo mit da drin. Ah, hier, Hans Globke, ja. Ja, genau, so ist es. Ne? Und dann eben Staatssekretär der Regierung Adenauer. Ne? Also ne, man führt das so ein bisschen mit nebenbei auf, weil wer jetzt geschichtlich nicht versiert ist, der denkt sich nur, ja Gott, Nürnberger Gesetze, ja, wer weiß, was das ist. Ne? So. Kommentator der Nürnberger Rassegesetze. Das heißt nicht, dass er die Gesetze editiert geschrieben hat, sondern hat da Kommentare drüber geschrieben. Genau, genau. Und die sind aber von der Wirkung halt ja so wichtig gewesen, weil anhand dieser Kommentare wurden ja die Gesetze angewendet. Ne? Das war ja das, wo das er ist ja das, hiermit verstecken sie ja was. Wenn ich das schreibe, wenn ich jetzt als ganz unbefangener Leser jetzt mal hier lese, Kommentator der Nürnberger Rassegesetze, weißt du, was ich denke? Das ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg in der Aufarbeitung des Nazi-Regimes, nennen wir es jetzt mal, in Deutschland, dass jemand da Kommentare drüber gegeben hat, wie schlimm und furchtbar das doch alles gewesen war und dass er da absolut gegen war. Wobei er im Grunde ein Mitinitiator der Rassegesetze ist, was das eigentlich ist. Ich meine, dieser Name Kommentator damit bei, setzt viele Leute wahrscheinlich auf eine total verkehrte Spur. Naja. Und das war ja auch so seine große Verteidigungsstrategie. Ne? Er hat ja gesagt, er hätte ja nie an dem Gesetz selber per se mitgearbeitet. Dass er aber als Kommentator überhaupt erstmal die Anwendung dieser Nürnberger Rassegesetze überhaupt erstmal für die Gauleiter und was weiß ich da überhaupt erstmal ermöglicht hat, darüber schweigt er sich aus. Ne?
Und das ist in der Tat so, das klingt hier so, wenn man so drüber liest, naja, Kommentar, naja, da wird er bestimmt sicherlich kritisch, da auch, weil ich was gesagt habe. Ne? Überhaupt nicht. Ne? Wie gesagt, das war der Hans Globke in seiner besten Zeit, wo er eben dann versucht hat, eben auch dort im Nachkriegsdeutschland eben sich mehr oder weniger mit diesen Persilschein, ne, unter anderem, und eben auch mit solchen Aussagen dann eine weiße Weste zu waschen. Ne? Aber so richtig ist ihm das nie geglückt. Er hat im Prinzip nur einen Vorteil gehabt, das ist einfach, dass die Geschichte weiterläuft und die Menschen eben zu schnell vergessen. Ja. Das ist eigentlich der ganze Grund. Ne? Die Leute sind zu schnell wieder weg und abgelenkt und diese Dinge, die gehen dann in Vergessen. Ne? Seitdem er ja in Rente gegangen ist, zeitgleich mit Adenauer, seitdem ist im Prinzip dann auch dann dieser Mensch da eben aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden. Ne? Und deswegen kann man mittlerweile eben dann auch solche Kurzbeschreibungen schon wieder ganz normal und öffentlich schreiben. Ne? Und das ist, wie gesagt, ja sowieso immer auch in dem Kontext zu sehen, dass sich alle so ein bisschen als NS-Opfer sehen und als Kämpfer für den Widerstand. Ne? Da sieht man eben auch, wie so diese Geschichte mehr oder weniger sich langsam dreht und aus Tätern eben dann Opfer werden, ne? Und umgedreht. Das ist eben leider überall zu sehen. Ne? Und Geschichte ist auch ein gutes Stichwort. Jetzt, lieber Jürgen, würde ich dich mal bitten, dass du mal auf das Skript gehst. Lesung 8.8., was ich geschickt hatte, also PDF hier zusammengefügt hier, dieses, ja genau, ne? Und Geschichte ist insofern da ganz interessant, weil scheinbar dieses Gymnasium ja wirklich auch eine sehr herausragende Rolle gespielt hat. Wie ihr ja schon gesehen habt, ist das gegründet worden im, also 1601, ist also tatsächlich über 400 Jahre schon alt. Und ist insofern ja von einer bedeutenden Wichtigkeit für die Stadt. Und auf der Seite, wo wir dann noch drauf zu sprechen kommen, von diesem Kaiser-Karl-Gymnasium, gibt es tatsächlich sowas wie so eine geschichtliche Aufarbeitung dieser Institution. Und ich fand das interessant, dass ich unter anderem, und das ist hier das erste Bild, was ich hier reingeklebt habe, über diese Portalsteine gestoßen bin. Jetzt wissen wir natürlich, ja, okay, Portalsteine hin wie her. Auf jeden Fall ist dieses ganze Jesuitenkolleg mehr oder weniger durch die Zeitgeschichte auch zerstört worden, dann teilweise eben wieder aufgebaut worden, dann gab es wieder eine Zweigniederlassung, wie auch immer. Aber diese Steine, die ihr jetzt hier sehen könnt, diese sogenannten Portalsteine mit der Inschrift, Zitat Jesu Gymnasium, die sind dann irgendwo wieder aufgetaucht und es muss offensichtlich da eine Menge Leute geben, die daran ein besonderes Interesse hatten, dass diese Steine sozusagen wieder ja, ausgegraben, wieder geborgen werden und entsprechend dann wieder zur Schau gestellt werden. Und was ihr jetzt hier sehen könnt, in dieser Querstein, das ist sozusagen eins von diesen Fragmenten, die man eben hat retten können. Und man hat zusätzlich jetzt unter dieses Fragment eben dann noch eine Gedenktafel in Erinnerung an diese sogenannten Portalsteine von 1615 noch erlassen. Also, da gibt es, das wollte ich euch erstmal nur sagen, weil man immer denkt, das ist alles Geschichte, durchaus auch jetzt in der Neuzeit immer noch eine Menge Leute, die an dieser Geschichte und an dieser Wiederherstellung vor allem dieser Geschichte ein großes Interesse haben. Ne? Weil ich meine mal, so ein Bildhauer, den man dafür engagiert, der sowas herstellt, ihr wisst bestimmt, dass das alles nicht gerade billig sein wird, wenn man solche Dinge, solche Gedenktafeln irgendwo aufstellen möchte. Und insofern ist das alles schon also nach wie vor sehr, sehr aktuell. Ne? So, und auf der zweiten Sache bin ich über die Geschichte der Schule gestoßen. Das war insofern interessant, weil man normalerweise über solche Jesuiteninstitutionen nie allzu viel liest. Im Gegensatz hier zu dieser Schule, zu diesem Gymnasium, wo ein Herr Fündling, Doktor der Philosophie, in dem wissenschaftlichen Mitarbeiter des Lehrstuhls Alte Geschichte in Aachen, das heißt also mit der Technischen Hochschule Aachen, mit der das Kaiser-Karl-Gymnasium kooperiert, ja, zur Verfügung gestellt hat. Und dort die Sicht von ihm
als ehemaliger Absolvent auf die gesamte Zeitgeschichte gegeben wird. Und das ist schon sehr, sehr umfangreich gemacht worden. Und hier kann man eben auch wirklich sehen, wie Geschichte, ich sage mal, sich ändert, beziehungsweise wie Geschichte anders dargestellt wird. Ja, und da bin ich schon über den ersten Satz gestoßen, Jörg. Ich habe den jetzt mal blau gekennzeichnet auf der Seite 2, genau, Geschichte der Schule. Ne? Dass dann im Prinzip hier mehr oder weniger aus rheinischer Bosheit berief man sich am Kaiser-Karl-Gymnasium prompt auf noch ältere Gründerväter und riss kaum verheilte Wunden auf. Seit 1905 nämlich feierte man ausgerechnet den Jesuitenorden. Ja, also das Lieblingsthema der Verschwörungstheoretiker und Feindbild aller Nicht-Katholiken als Stifter. Und das fand ich schon sehr, sehr interessant, wenn ihr euch überlegt, der Jesuitenorden in seiner Wirkung, in seiner Tätigkeit, die Umsetzung der Gegenreformation dann als Verschwörungstheorie darzustellen und als per se Feindbild aller Nicht-Katholiken, dann ist das natürlich schon sehr eingefärbt, das ist eine sehr eingefärbte Sichtweise. Ne? Und wenn ihr euch überlegt, dass dieser Mensch halt als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Lehrstuhl Alte Geschichte arbeitet, dann könnt ihr euch also vorstellen, wie dann auch Geschichte beurteilt wird. Ne? Und das ist schon so ein bisschen hart. Und wenn ihr jetzt mal ein bisschen weiter scrollt, ich habe das hier, wie gesagt, nur mal kurz durchgegangen, da könnt ihr euch gerne, wenn ihr oben auf den Link geht, selber noch ein bisschen weiter informieren. Ist, wie gesagt, sehr interessant. Hat man auch mal ein bisschen was über Aachen gelernt. Und wichtig ist meines Erachtens, dass hier auch noch mal rauskommt, wie wichtig tatsächlich die Gründung von Schulen, von Kollegien, von Gymnasium waren und eben jetzt auch immer noch sind, um eben auch bestimmte religiöse Ziele umzusetzen. Ja, und das wird eben hier zum Beispiel, seht ihr das auf der Seite 3, direkt benannt, nämlich in der Schulgründung von 1601 versteckt sich ein teilweise religiöser und beinahe kriegerischer Akt. Also nicht nur, es geht ja nie um Schule, es geht hier um Eroberung, um einen kriegerischen Akt. Ja. Vorangegangen war ein unruhiges halbes Jahrhundert, na klar, das war die Zeit der Reformation. Der Reichsstadt Aachen mit ihren etwas über 20.000 Einwohnern machten die Folgen der Reformation länger zu schaffen als in vielen anderen Städten. Hier konkurrierten gleich drei Konfessionen, nämlich die Katholiken und den einflussreichen Lutherischen, auch die Reformierten in der Tradition Calvins. Keine Seite konnte sich den Ausgang anders vorstellen, als dass ein Bekenntnis siegen und die anderen verdrängen würde, zumindest aus der Öffentlichkeit. Die Schulen waren Sache der Geistlichkeit, standen also mitten im Glaubensstreit und Glaubenszweifel. Jetzt muss ich da mal kurz einen Kommentar zu geben. Ja, gerne. Ja. Die Gründung 1601 passt wunderbar zusammen mit der Veröffentlichung des jesuitischen Papiers des Ratio Studiorum 1599 bis 1604, das ihr ja noch kennt, wo es um das Lernen gegen das Lernen ging, wie wir in Herrscher des Bösen gelernt haben. Also wieder mal eine sehr interessante Jahreszahl. Ne? Man gründet diese Schule 1601, mitten oder gerade zu der Zeit, wo man das Papier des Ratio Studiorum rausgebracht hat. Lernen gegen das Lernen der Weisheit des Menschen gegen das Lernen der Weisheit aus dem Wort Gottes, um es mal kurz zu fassen. Ja, das stimmt, das ist ein sehr interessanter Zusammenhang. Ne? Ja, und wenn man sich überlegt, dass dieses Ratio Studiorum natürlich noch immer die Lehr- und Lerngrundlage ist, dann kann man sich auch vorstellen, wie das heute um die Wissensvermittlung bestellt ist. Ne? So, aber auf jeden Fall ist es hier, wie gesagt, ganz wichtig, dass die Schulen offensichtlich hier in dieser Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Konfessionen also eine Schlüsselrolle gespielt haben. Ne? Und das ist hier, genau das. Was, Entschuldigung, hier, das ist 1606, ja. Ne? 1606 Ratio Studiorum, aber ich meine, das andere hier war 1599. Mhm.
1608 ist das. Aber es war also in Herrscher des Bösen, sieht man, dass es 1599 rauskam. Deswegen das. Nur mal eben kurz die Bilder, dass ihr wisst, was ich mit Ratio Studiorum meine. Und wer es nicht weiß, der schaue sich bitte Herrscher des Bösen an oder besorge sich das Buch. Das gibt es ja gratis im Internet auf meiner Bibliothek. Haben ja bis jetzt erst fast 5000 Leute sich angeschaut. Können ja immer noch gerne welche dazukommen. Okay, also man sieht das hier auf 1590. Ich habe jetzt hier auch auf der Seite 4, da geht es halt hier auch noch um die Stadtgeschichte. Da ist das da auch nochmal zu sehen, 1599, als nämlich der Rat der Stadt Aachen den Orden der Jesuiten zur Gründung einer Niederlassung eben dieses besagten Gymnasiums aufgerufen hat. Ja, die Gesellschaft Jesu wurde gebeten, ein Kolleg zu errichten, die modernste und qualitativ beste Schulform zur Zeit oder der dieser Zeit. Ne? Und ich glaube, mich zu erinnern, dass damals die oder dieser Schulunterricht kostenlos war, was natürlich da einen großen Zulauf bescherte. Ne? Zumal, ihr könnt es auch dann weiter drunter lesen, eben die Jesuiten auch von vornherein versucht haben, eben nicht-katholische Schüler aus nicht-katholischen Kreisen eben aufzunehmen. Ne? Weil ja gerade das der Effekt war, dass man versucht hat, eben seinen Einflussbereich rauszuziehen. Und Einflussbereich heißt ja immer, es geht damit und darum, sozusagen diese Rekatholisierung, ne, damals wie heute, voranzutreiben. Und das lest ihr auch dann hier auf der Seite 4, dass eben dann ne, diese Rekatholisierung Aachens ne, mit aller Härte sogar ne, vorangetrieben wurde. Ne, in Verbindung eben mit diesem neuen Kolleg. Ne. So, und das ist natürlich, ne, wenn man das so liest, denkt man erstmal nicht, dass es da um ein Gymnasium, eine Schule geht. Dann denkt man da schon an andere Dinge, aber so wichtig ist es eben. Ne. So wichtig ist der Kampf um die Köpfe. Und der Punkt ist einfach der, das muss man immer wieder verstehen, dass die Jesuiten eben nicht in Jahren planen oder in 10 Jahren oder in 20 Jahren, die planen mindestens in Jahrhunderten. Mindestens in Jahrhunderten. Und das heißt also, dass sich sozusagen dort eine Entwicklung ja, begonnen hat, die wir tatsächlich, wenn wir jetzt mal unsere Zeit angucken, mit den ganzen Protagonisten, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben, ich sage bloß Stichwort Armin Laschet, ne? Ihr wisst, das ist der, der gern so groß und so mächtig sein will und so ein toller Herrscher sein will wie Karl der Große, ne? Der sich diese schöne Büste da hat in sein Büro, in seine Anwaltskanzlei hat stellen lassen, damit er eben möglichst groß und mächtig erscheint. Und eben ne, genau in dem Geiste sich damit befindet, wie zu der Zeit, wo das Kolleg gegründet wurde, wo die Jesuiten sozusagen diese Rekatholisierung abends vorangetrieben haben und eben dann natürlich auch noch weiter zurückliegend im Mittelalter, wo eben dann Karl der Große als von Gottes Gnaden in Rom eingesetzter Herrscher über die Deutschen damals eben dann wirken und herrschen und ja, morden und rauben und alles Mögliche machen konnte. Ne? Und darum geht es halt immer wieder. Ne? Es gibt auch hier wiederum nichts Neues unter der Sonne. Es ist alles mit allem verbunden. Die Dinge ändern sich nicht. Man gibt dem anderen Namen. Aber im Grunde genommen bleibt es immer dabei, es geht um die Köpfe, es geht darum, dieses großkatholische neue Europa zu gründen und zu schaffen und zu formen. Und das ist das, was wir eben auch zurzeit eben ja, mehr oder weniger miterleben. So, dann könnt ihr hier weiterlesen, dass eben tatsächlich das Wirkung gezeigt hat. Ne? Die Aachener wurden jetzt zumindest nach dem Text hier tatsächlich glühende Katholiken. Und blieben es mehrheitlich bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Und die Jesuiten zogen unter ihren mehreren hundert Schülern viele reiche Auswärtige an. Soweit war der Plan der Stadt aufgegangen. Ne? Auch hier, ne, ihr wisst, die Jesuiten gehen normalerweise nicht an die ganz Kleinen und nicht an die ganz Armen, sondern ihr kennt die Geschichte und wisst, dass eben auch Jesuiten vorzugsweise sich eben dann diese Kreise suchen, in diese Kreise gehen und entsprechend dann dort mehr Wirkung zu erzielen, als wenn ich jetzt versuche, von ganz unten aufzuarbeiten. Ne? Und das war, wie gesagt, auch das Thema, was Globke ja so wunderbar konspirativ gemacht hat. Ihr erinnert euch, dass damals ja die Verwaltung auch noch zu einem gewissen Teil noch protestantisch war. Aber der Globke es geschafft hat, an Schlüsselpositionen in der Verwaltung, im Personal, eben dann linientreue Mitstreiter, also
Katholiken zu setzen, die sozusagen dann mehr oder weniger ganze Behörden, ganze Organisationen unter sich bringen konnten und damit eben auch kontrollieren konnten. Also von daher ist das nach wie vor genau die Art und Weise, wie gearbeitet wird. Man kann es hier, wie gesagt, sehen live in diesem kleinen geschichtlichen Abriss. Und eben wir haben ja in der letzten Sendung da die Vergleiche gezogen mit dem Globco und festgestellt, dass es eigentlich dieselbe Soße ist. Ist nichts anderes. Ne? So, naja, okay. Dann geht das halt hier weiter. Ihr wisst, 1773, da war der Clemens, glaube ich, der 14. Ne? Der hat ja dann den Orden erstmal verbieten lassen. Ne? Da wurde ja daraufhin, glaube ich, auch vergiftet. Dann ging das erstmal so ein bisschen hin und her, aber ihr kennt ja die Jesuiten, wenn die Jesuiten geschlagen erscheinen oder irgendwie abgemeldet wirken, dann wisst ihr, dass sie dann am stärksten sind und am mächtigsten. Und so ist es natürlich auch ganz klar, dass sich hier dieser Orden wieder konsolidiert hat, in Deutschland natürlich auch wieder und dann eben auch weiter eben wieder gewirkt hat. Und ja, hier habt ihr dann nochmal so einen kleinen Abriss. Ne? Der Katholizismus, der seit 1815 konservative Wege eingeschlagen hat, erfand sich nach 1848 neu als absolutistische Papstkirche unter herrischer Führung der Geistlichkeit, die sich mit der betont protestantischen Berliner Monarchie sperrt hat und den Laien in allen Lebensbereichen Vorschriften machte. Ne? Das war ja damals die etwas bewegende Zeit, wo es dann auch sozusagen hin und her ging und zwischen den Konfessionen und dann gab es halt auch noch eine Gründung eines anderen Gymnasiums. Das ist das Kaiser-Wilhelm-Gymnasium, was quasi mehr oder weniger den Zeitgeist der Hohenzollern hatte, also sozusagen den bezeichneten Gegnern von den Jesuiten. Und deswegen dann wahrscheinlich zumindest auch dann diese Namensgebung oder Namensumwandlung in Kaiser-Karl-Gymnasium, ne? Mit ganz klarer Anspielung an den Kaiser Karl dem Großen. Ne? So, naja, auf jeden Fall. Jetzt probiere ich das schon mal zwei Minuten mal irgendwie dazwischen zu kriegen und deine Rede bloß zu unterbrechen. Nur um mal kurz eben zu sagen, wenn du sagtest von ja, man weiß ja auch, wenn die Jesuiten nach außen hin am schwächsten erscheinen, dann sind sie am stärksten. Da fragen sich einige Leute, ja, wie kommst du denn darauf? Weil die Jesuiten, da habe ich ja ziemlich deutlich gemacht während der Lesung Herrscher des Bösen, wahrscheinlich selber, dieser Amiot, das Buch geschrieben haben von Sun Tzu, die Art des Krieges, oder die Kunst des Krieges, The Art of War, die Kunst des Krieges. Und da ist eben einer der Punkte da drin, der übrigens auch zurückgeht auf Machiavelli, wieder ein anderes Thema, auch besprochen in Herrscher des Bösen. Das ist eben eine der Taktiken. Wenn du am stärksten bist, dann erscheine schwach. Aber wenn du schwach bist, dann erscheine stark. Und genau deswegen hat Gerald das gerade eben gesagt, da geht das drauf zurück. Und wie gesagt, Herrscher des Bösen, ein absolutes Basiswerk, das man kennen sollte, wenn man meine Videos schaut, weil da steht so viel drin, auf das immer wieder zurückgegangen wird, kann ich nur empfehlen. Und deswegen sagte der Gerald eben gerade, dass die Jesuiten da eben schwach erschienen, aber im Grunde ja stark waren. Das war ja der Grund, weshalb man diesen Orden zwischen Anführungszeichen verboten hat. Das war ja eine Taktik, eine weit vorher geplante Taktik, für die der Jesuitengeneral Lorenzo Ricci selbst gewirkt hat seit 1758. Aber liest Herrscher des Bösen, steht's alles drin. Ja, ich wollte dann nur mal kurz drauf eingehen. Ja, das ist also absolut und das ist auch immer noch aktuell, also dieses Buch Kunst des Krieges, das hatte ich letztens, ich überlege gerade mal in einem Musikvideo gesehen, von dieser Krimis, das ist die Ex-Frau von diesem Elon Musk, die hat ein Video gemacht, das ist von, glaube ich, 2017 gewesen, da rennen alle in Masken rum, wie mit Schwertern und fuchteln da so durch die Gegend und dann hält sie die ganze Zeit so ein Buch in die Höhe. Und das war aber verpixelt, also da konnte man nicht so richtig sehen, was es da konkret für ein Buch war. Dann habe ich aber das rausbekommen, weil mich sowas natürlich immer interessiert und das war tatsächlich dann dieses Sanzu-Buch, die Kunst des Krieges. Ne? Und das ist also nach wie vor immer noch sehr en vogue, diese Dinge eben offen zu zeigen. Ne? Also wie gesagt, ne? Man muss bloß hingucken, dann sieht man es auch aktuell. Ne? Das ist also nichts, was alt ist und was irgendwie verstaubt ist, sondern das ist nach wie vor sogar in solchen Sachen noch anzutreffen. Ne?
wo man mit künstlerischer Freiheit dann denkt, diese Dinge, naja, darbieten zu können. Ne? Weil man kann sich ja dann immer auf die Freiheit der Kunst berufen und sagen, na ja, das ist doch aber alles nicht so, wie ihr jetzt vielleicht denkt. Ne? Da hat man immer so das Hintertürchen offen. So, naja, jedenfalls ist es so, ich wollte euch das bloß mal kurz mal zeigen. Und dann in dem letzten, auf der Seite 8 jetzt hier, das habe ich jetzt im Grün unterlegt, nochmal auf dem PDF, habt ihr ja nochmal so eine neuzeitliche Einschätzung und Erklärung, wie sich dieses eben sogenannte Kaiser-Karl-Gymnasium eben jetzt selber sieht. Und da fand ich es halt erstmal interessant, dass es sich eben dieser über 400-jährigen Tradition verpflichtet fühlt, ne? Sowie eben den Anforderungen der Moderne. Ne? Das liest man wahrscheinlich jetzt schon eher mal überall irgendwo, ne? Tradition verpflichtet. Ihr wisst selber, dass für die katholische Kirche Tradition absolut überlebenswichtig ist. Ja? Aber dass ihr eben auch hier, wie gesagt, mit einer Tradition zu tun habt, wo es eben teilweise auch wirklich um Leib und Leben ging, um Glaubensfragen, um Glaubenskriege auch. Ne? Das muss man natürlich in dem Kontext auch sehen. Ne? Und insofern fand ich dann das Leitbild der Schule auch insofern sehr vielsagend, als dann hier geschrieben steht, im Schulalltag des Kaiser-Karl-Gymnasiums bildeten die Werte des friedlichen und freien geeinten Europas einen festen Bestandteil des Zusammenlebens und des Unterrichts. Also hört sich auch wieder, ne? Ihr kennt das mittlerweile schon total gut an. Denkt mal, wenn man das im ersten Moment liest, ach klasse, ne? Hier steht Frieden und frei und geeint, ach das ist doch alles schick. Ja, was ihr eben hier wirklich zwischen den Zeilen lesen müsst, das ist genau die Geschichte. Ihr wisst, wer Karl der Große war. Ihr wisst, was er gemacht hat. Ihr wisst, dass er über Leichen gegangen ist, um das Ziel durchzusetzen. Und insofern finde ich das mehr als wirklich ein Schlag ins Gesicht von den Leuten, die dort denken, dann ihre Kinder ausbilden lassen zu wollen, wenn dann mit solchen Leitbildern gearbeitet wird. Ne? Also wie gesagt, dann muss man entweder absolut naiv sein, geschichtlich vollkommen uninteressiert oder böswillig. Ne? Irgendwas. Aber das ist schon ein ziemlich hartes Ding. Ne? Wie gesagt, und ihr erinnert euch bitte noch dran, das ist alles nichts von gestern. Karl der Große ist immer noch eine ganz wichtige Persönlichkeit als der große Macher des alten mittelalterlichen Europas, ne? Wo quasi alles in einem zusammengefasst war, wo Kirche und Staat eine Einheit waren. Und dort will man natürlich wieder hin. Und auch wenn ihr es mir nicht glaubt, dann bitte nochmal Karlspreis googeln, nochmal informieren, wer ist da drin, was sind da für Leute, wo kommen die her, was machen die? Und dann werdet ihr sehen, dass das mit diesem freien und geeinten Europa nur die Fassade ist. Und dahinter steht eigentlich die Peitsche, die Knute, mit der eben alle Leute, die da nicht mitmachen, die da nicht mitspielen, eben rausgeschmissen werden, ausgegrenzt werden. Ob das jetzt mit bestimmten Krankheiten ist, mit denen man die Leute versucht, in die Abhängigkeit und in die Kontrolle zu bringen. Oder ob das jetzt irgendwelche anderen kriegerischen Sachen sind oder Energiekrisen oder sonst welche Krisen, die über uns da noch hineinbrechen werden. Das ist letztendlich vollkommen egal. Die Methode ändert sich da immer ein bisschen, aber das Ziel und der Zweck ist immer noch derselbe. Ne? Wie gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Von daher mal ganz interessant, das zu sehen. Ja? Und dann ist natürlich auch hier nochmal der Punkt gemacht, ja, die Notwendigkeit eben für ein vereintes Europa und eine globalisierte Welt. Naja, genau. So, ne? Da seht ihr also nochmal, genau dort geht die Reise hin. Also sind wir dort genau noch auf Linie. Und das war im Prinzip der kleine Abriss, den ich euch nochmal geben wollte. Zu dem Herrn Hans-Maria Globke, ne, der ja insofern für uns eine höhere Bedeutung jetzt hatte, weil wir sind ja da über 2-3 Lesungen gegangen und der Punkt ist einfach der, dass es da eine Menge Globkes noch gibt, bloß dass sie natürlich nicht Globke heißen, ja, die wir eben nicht finden, die wir nicht sehen können und ihr seht, wie schwer es ist, da an Informationen zu kommen. Um überhaupt mal wenigstens mal ansatzweise mal einen Faden zu finden. Ne? Aber ihr seht, ich denke mal eindeutig, dass hier tatsächlich, der Zufall wollte es, hier wirklich auch einen Faden zu finden war
Und ich glaube da, wie gesagt, auch nicht mehr an Zufälle, ne, wenn ich sowas lese, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich stolper hier gerade über einen Satz im letzten Absatz des ersten Bildes oben aus dem Buch Kriegsworte von Feldbischof Franziskus Justus Rachkowski. Ja. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Letzter Absatz. Wenn die Welt untergehen sollte, wäre das auch kein Argument gegen unsere Argumentation. Denn wir haben erstens sicher Gewissheit, dass die Welt nicht ewig dauert. Und zweitens haben wir nicht die Verantwortung für das Ende der Welt. Ja, du bist von Guldenklaff. Ich will jetzt mal eben auf die sogenannte Klimalüge anspielen im Augenblick, wo die Menschen ja verantwortlich dafür sind, dass die Welt stirbt. Ne? Weil wir haben doch die Verantwortung für das Ende der Welt. Also was ist denn jetzt, Feldbischof Franziskus Justus Rakowski? Ja, Entschuldigung, ich bringe manchmal solche Hammer damit rein, ich kann es auch nicht ändern. Hat er wahrscheinlich in der Schule nie aufgepasst, der Herr Rakowski. Ne? Aber das ist dieser Rakowski, also das ist jetzt ein kleiner Sprung, das ist halt ein Militärbischof gewesen und das ist wirklich die Femme fatale gewesen, was die Militärbischöfe angeht, weil der hat wirklich da Sachen rausgehauen, die für uns natürlich wichtig sind, weil wir da wirklich die Geisteshaltung erkennen und abarbeiten können und studieren können. Und diese Kriegsworte, was ihr jetzt hier sozusagen seht, das wie gesagt etwas jetzt über den Zusammenhang hinausgeht, ist im Prinzip noch ein weiterer Teil von dem Skript, den wir noch erstellt hatten, als es um das Thema Korea ging, als es um das Thema Wiederbewaffnung ging. Ihr erinnert euch, das war am Anfang der Lesung mal ein schweres Thema. Und als es um das Thema Militärseelsorge und Kriegspredigt ging. Ja. Und dieses Restskript, was ich sozusagen jetzt hier im Jörg noch mit zur Verfügung gestellt habe, das haben wir einfach noch nicht besprochen. Warum auch immer. Wahrscheinlich sind wir irgendwie da vorher abgebogen und sind irgendwie nicht drauf gekommen oder wir wollten es noch später noch mal thematisieren. Ich erinnere mich auch gerade, wenn du das jetzt hier liest mit dem Jesuiten Gustav Gundlach, da ging es um diesen sogenannten Atomkrieg. Und die Möglichkeit, eben auch einen Atomkrieg da durchzuführen. Ja. Und das muss wohl damals ein ziemliches Hin und Her gegeben haben. Und vor allem, weil dieser Jesuit Gustav Gundlach eben nie irgendjemand war, sondern Berater von Pius XII. Und damit hatte der natürlich eine besondere Stellung in seiner Beratertätigkeit. Ne? So, und der hat dort ein paar Sachen von sich gegeben. Was du jetzt hier vorgelesen hast, das liegt mir im Original vor. Ich habe tatsächlich ein Original-Skript bekommen von diesem Jesuiten Gundlach. Und ich denke, das wäre vielleicht auch nochmal eine kleine Besprechung wert. Ne? Weil das sind solche Stilblüten, die man unbedingt mal mit ansprechen muss. Ja, so, jedenfalls. Ja, mir fiel da ja nur eben kurz der letzte Absatz auf. Ich weiß ja jetzt nicht, inwieweit du die Dinger gerne lesen möchtest, weil das ist ja in dem Skript für heute, 8. August, ja mit drin. Ne? Das ist erstmal mit drin, wobei mir es erstmal nur um diesen ersten Punkt nochmal ging, ne? Dass nämlich dieses Thema. Planung der Wiederbewaffnung und der Aufstellung der Bundeswehr. Genau, richtig. Ja. Genau, und das ist der Punkt und vor allem, damit auch unsere Zuhörer und Zuschauer da auch nicht den Faden verlieren, es ging ja damals um diesen Koreakrieg. Ne? Und da hatten wir ja gesagt, ne, so macht man Kriege, das Skript haben wir ja besprochen. Und da haben wir sehr viele Parallelen festgestellt und eben auch dann angemerkt, dass gerade mit Beginn des Krieges eben dann wie so eine Argumentationshilfe geschaffen wurde, für Deutschland, speziell für Deutschland, obwohl der Krieg ja ganz woanders stattgefunden hat, ja, hat man es tatsächlich geschafft, den Deutschen wieder einzureden, dass es eben wichtig ist, eben eine Armee aufzustellen und eben eine Wiederbewaffnung der Bevölkerung durchzuführen mit einer allgemeinen Wehrpflicht. Und das war sozusagen der Punkt, wo wir dann auch über diesen Koreakrieg gestolpert sind, der ja auch aus dem Grunde sehr wichtig war, weil wir anhand dieses Krieges ja sehen konnten, wie auch ein Krieg eskaliert, wie gezielt Kriege auch gesteuert werden können. Meistens von außen, von Leuten, die mit den Kriegsparteien so wahrscheinlich sich sogar bestens befreundet sind, bestens auskennen und die aber miteinander arbeiten und lassen eben dann die ganze Völker in die Kriege ziehen. Und das war insofern ganz, ganz interessant.
Wer da nochmal nachgucken will, der kann nochmal, müsste man nochmal gucken, nochmal auf diese Lesung nochmal zurückgreifen. Und genau, wir hatten dann eben, wie gesagt, dieses Thema Wiederbewaffnung. Und wo ich jetzt nochmal ganz kurz einen Punkt machen wollte, das war die sogenannte Militärseelsorge. Weil die Militärseelsorge, die war schon oder viel eher ein Thema, bevor es überhaupt eine Bundeswehr gab, wurde schon das Thema Militärseelsorge verhandelt. Und zwar mehr oder weniger im Geheimen. Und die Grundlage für die Militärseelsorge, und jetzt haben wir wieder einen Punkt, findet ihr nicht irgendwo, sondern in dem Reichskonkordat von 1933, wo es, ne, also was der Jörg ja schon vielmals angesprochen hat, ne, ihr erinnert euch ja an die Gustav Mix-Lesung, ne, da war ja auch das Thema auch ständig präsent. Gab ja, es über das Konkordat habe ich ein eigenes Video gemacht. Ne? Na, nur steht hier ja, so wurden schon 1933 in einem Geheimanhang das Reichskonkordat. Und den Geheimanhang habe ich natürlich nicht. Ne? Das ist, ja, du vielleicht. Du lachst dich gerade so ins Fäustchen oder so. Nee, ich lache mich jetzt ins Fäustchen. Nein, ich meine, das Konkordat habe ich damals ein Video gemacht, meine ich, mit Viktor noch zusammen. Der Pakt mit dem Teufel. Das kann man sich gerne auf meinem Kanal mal anschauen. Das ist schon ganz wichtig, um das zu verstehen. Und dann natürlich weitergehend Roms Ziele in Theorie und Praxis von Gustav Mix, wo es eben darum geht, dass eben Rom bestimmte Ziele in der Theorie hat und die in die Praxis umsetzt, vor allen Dingen durch die Konkordate. Und heutzutage haben wir, lass mich nicht lügen, ich schätze rum die 179 Konkordate weltweit. Also sind nicht mehr viele Länder, die keins mehr haben. Und ein Konkordat ist eben ein bilateraler Vertrag, wo der Staat ganz deutlich dem Vatikan und damit eben auch der römisch-katholischen Kirche Handlungsfreiheit gibt. Weil eigentlich sind die Verträge geschlossen unter zwei gleichwertigen Entitäten. Aber letztendlich sagt die römisch-katholische Kirche von, ja, der Staat kann nicht mal so ein Konkordat aufsagen, wir können das schon oder wir verbieten dem Staat solche Handlungen zu machen. Das heißt mit anderen Worten, das ist ein Knebelvertrag. Ne? Und dass da natürlich auch irgendwelche Geheimanhänge bei sind, das da habe ich überhaupt keine Frage drüber, das ist ganz, ganz sicher so. Nur das Problem ist eben auch, und das ist auch eine Diskussion gewesen, die ich mit Michael letztens noch geführt habe, wenn wir uns mit Geheimgesellschaften beschäftigen, und schlussendlich darf man nicht vergessen, sind die Jesuiten eine Geheimgesellschaft, sind die Freimaurer eine Geheimgesellschaft, dann können wir Außenstehende niemals, niemals alles wirklich hieb- und stichfest beweisen. Ich referiere dann immer auf die Bibel und sage von, ja, schau, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Aber wir werden niemals die hieb- und stichfesten Beweise schriftlich haben, weil es eben solche Geheimanhänge und Geheimverträge und was auch immer alles gibt. Und das ist nun mal so, da kann man nichts dran machen. Wir müssen uns dann in dem Augenblick auf die Bibel verlassen und sagen von, wir wissen, dass am Ende der Zeit Gott alles offenbaren wird. Alle Taten werden offengelegt, sowohl die verborgenen als auch die offenen. Und dann kommen eben auch diese ganz verborgenen Dinge an die Sicht. Jetzt im Augenblick steht hier Geheimanhang des Konkordats, aber was da genau drin steht, ja, da bleiben wir ein bisschen nach Raten, denke ich mal. Ne? Ja. Ja, aber der Punkt ist eben der, es steht eben genau das Wort geheim und da wissen wir eben genau, worum es letztendlich geht, ne? Weil alles, was im Verborgenen ist und gemacht wird, das ist eben nicht in dem Sinne biblisch, das ist eben genau das Gegenteil, ne? Weil geheim muss ich es nur machen, wenn ich irgendwelche Dinge damit bezwecke. Ne? Und meistens ja, geht es eben darum. So viele Menschen fragen sich von, ja, immer diese Verschwörungstheoretiker, Verführungstheoretiker. Ich sage es mal eben ganz deutlich. Wenn, ich sage jetzt wir, und schließe jetzt mich dann für die Deutschen mit ein, wo ich ja nicht mehr in Deutschland lebe, aber wenn die Deutschen sagen, wir leben hier in einer Demokratie, wir leben hier in einem Rechtsstaat, und jetzt nicht von der Seite rechts, sondern gerecht, ja, in einem Rechtsstaat. Und Demokratie heißt, das Volk regiert und nach dem Motto, wir kontrollieren die Regierung und die Regierung ist für uns da. Da müsst ihr euch doch mal fragen, wenn das da irgendwelche Geheimverträge gibt, wenn das da irgendwelche Geheimorganisationen gibt, wie zum Beispiel solche Sachen wie
BND oder Verfassungsschutz oder wie sie alle heißen, die eben auch im Geheimen operieren. Ja, geheim heißt doch, ist es eben nicht öffentlich zugänglich. Nicht jeder hat die Kenntnis davon, von den Dingen, die da passieren. Und wenn euch etwas vorenthalten wird, wenn es also geheim ist, dann ist doch logisch, dass da zwischen Anführungszeichen Theorien darüber entstehen, was denn da bitte schön vor sich geht, weil es wird ja nicht offengelegt. Und das ist einer der ganz wichtigen Punkte im Grunde, den ich aus der Rede von JFK, also von John F. Kennedy damals behalten habe. Der hat ja diese Rede gehalten gegen die Geheimorganisation, wo er eben sagte, und ich kann es jetzt nicht wortwörtlich bringen, aber wo er meinte eben, dass unsere Gesellschaft, und da sprach er jetzt für die republikanischen, aber ja eigentlich schon demokratisierten Amerikaner, aufgrund ihrer Art und Weise, wie sie ihr Staat gegründet haben, sowieso an der Basis schon mal absolut gegen Geheimhaltung sind. Und wie viel Geheimhaltung gibt es hier in den USA? CIA, FBI und so weiter und so weiter. Ich will es jetzt gar nicht alles aufnennen. Aber das ist doch irgendwo logisch. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann wird man als Verschwörungstheoretiker abgetan, als ein Aluhutträger oder was weiß ich nicht alles, was totaler Blödsinn ist, weil die sorgen doch selbst dafür. Warum machen sie es denn dann bitte schön geheim? Ja, legt dann doch alles offen. Wenn ihr nichts zu verbergen habt, legt es doch auf. Sagt man uns doch auch immer. Warum wollt ihr keine Überwachungskameras? Warum wollt ihr nicht, dass euer Klo mit dem Mikrofon bestückt wird und wir 24 Stunden wissen, was ihr tut und macht? Wenn ihr nichts zu verbergen habt, dann kann man das doch alles offenlegen. Ja, macht ihr das dann bitte schön doch auch? Wir sind ein bisschen abseits vom Thema, ne? Aber gerade hier mit diesem Reichskonkordat und dann dem Geheimanhang musste ich da mal irgendwie drauf kommen. Ich meine, wenn man sowas liest und wenn das dann sogar noch zugegeben wird, dass das geheim ist, warum wird den Deutschen erzählt, sie sind ein souveräner Staat und dann stellt sich dieser Schäuble dahin, also jetzt, Schäuble war's, ja. Er setzt sich dahin, er stellt sich dahin und sagt tatsächlich, von Deutschland ist seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr souverän gewesen. Also, und das macht er 2011, also 21 Jahre nach der sogenannten Wiedervereinigung. Ja, da merkt man doch, dass wir belogen und betrogen werden. Ist es dann nicht normal, wenn man sich damit beschäftigt, diese Lügen hintersuchen will, untersuchen will und dass man und dann, wenn man das macht, dann wird man Verschwörungstheoretiker genannt. Also ja, nur mal eben, ich gebe euch nur mal eben ein Beispiel, was ihr zu Leuten sagen könnt, du bist ein Verschwörungstheoretiker, ja? Die Leute geben selber zu, dass sie Geheimanhänge machen, dass sie Geheimverträge haben, dass sie Geheimgesellschaften haben. Geheim, das heißt verborgen, das heißt versteckt vor dem öffentlichen Auge. So. Jetzt bin ich aber fertig. Jetzt hast du aber Dampf abgelassen. Ja, ist doch wahr. Ist aber auch richtig, ja. Ja, vor allem, ich würde da sogar schon nochmal auf die letzte Lesung nochmal verweisen, ne, von dieser Dokumentation, die wir ja angesprochen haben. Ne. Dort hat ja jetzt von meinem Gedächtnis her ja der damalige CIA-Chef in Berlin, der hat ja gesagt, dass die wussten, dass die Russen überhaupt nicht die Möglichkeit haben, irgendwie nach Deutschland zu marschieren. Und, jetzt, ich habe ja das Dokument noch hier über die Dokumentation. Ja. Du hast ja viele Punkte da gehabt, die haben wir noch gar nicht besprochen. Nee, die haben, da haben wir im Grunde noch mal weitergehen. Das hat ja heute auch wieder nicht geklappt. Also das wird ja bald eine Endlosschleife, bevor wir wieder in das normale, moderne Kriegsskript kommen. Aber ich wollte dich jetzt auch nicht unterbrechen, aber wenn du das gerade sagst, ja, weißt du ja, wo das hier steht? Oder hast du irgendwie einen Schlag, ein Stichwort, das dass ich das eben raussuchen wenn kann? Wenn du mal CIA mal eingibst, vielleicht mal CIA als Suchbegriff, vielleicht findest du es dann. Das ist ja ein PDF. Peter Sichel. Genau. Peter Sichel, ja. Okay, gut, das waren diese Freundschaften, ne, vom Adenauer mit dem Dulles, ne, das ist ja auch ein Thema. Ich habe nie gedacht, dass wir Krieg mit Russland haben werden, aber sehr viele Leute verdienen Geld mit der Angst. Genau, das ist das. Genau, das ist das. Das habe ich rausgeschrieben, weil dort sagt dieser Tom Polger, wie er heißt hier, damals CIA-Chef in Berlin, der hat gesagt, ja, was wollt ihr denn? Wir wussten, dass die Russen nie angreifen werden. Und was hat man gemacht? Man hat im Prinzip eine Angst erzeugt in der Öffentlichkeit. Man hat die Presse benutzt, man hat Rundfunk benutzt, man hat Fernsehen benutzt und hat den Leuten eine Angst gemacht, die aber eben nötig war, um diesen gesamten Militärkomplex wieder aufzurichten. Der ist es im Bild, ne? Genau, hier ist es im Bild. Genau, das ist der Tom Polger. Genau. Das ist die Doku, ne? Also nur mal eben. Das ist die Doku, richtig, ne? Genau. Ne?
So, das heißt also, die sagen es euch jetzt wirklich mitten ins Gesicht, dass das Eis... Mitten ins Gesicht, voll auf die Fresse, Alter! Ja. Das ist in so einem Nebensatz, weißt du, da denkst du so, oh ja, nee, das war alles gar nicht so, wenn ihr euch mal überlegt, dass man damit ja die gesamte Wiederbewaffnung Deutschlands, alles begründet hat, ne? Der böse Russe, der dann, und der böse Kommunismus, ne? Die bolschewistische Gefahr oder wie sie dann auch genannt wurde. Ja? Da ohne hat man Feindbild ja wirklich geht eben gar nichts. Man muss ein Feindbild schaffen. Ja. Ne? Ja. So. Und wer jetzt vielleicht zufälligerweise denkt, Mensch, das Kind, das kommt mir vielleicht irgendwie bekannt vor, weil wenn man einschlägige Literatur studiert, dann kommt man nämlich schon fast wieder zu demselben Ergebnis, ne? Dass man sagt, also hier, der Russe steht ja wirklich gleich in Berlin. Da muss man sagen, das sind dieselben Prinzipien. Der Russe steht vor der Tür. Genau wie damals war es, der Islam stand vor der Tür, ne? Anfang des 16. Jahrhunderts. Die Kriege dann von Karl dem 10. oder so, Karl dem 5., was war es? Ja, das dasselbe. Ne? Also es wird immer dieselbe Angst gebraucht. Ja, ne? Aber das und der Punkt ist ja, dass genau das eben nur geht im Geheimen. Das kannst du natürlich nicht offen machen. Ne? Das kannst du natürlich nicht, weil dann würde ja wirklich der Dümmste merken, dass er veralbert wird. Und deswegen brauchst du eben solche Geheimgesellschaften, Geheimorganisationen. Das war übrigens auch diese Gehlen-Organisation, die ja von dem Globke ja überhaupt erstmal mit hochgehoben wurde. Ja, und der Gehlen, das war ja ein Nazi, der hat ja damals Russen gefoltert und Geständnisse erpresst und hat das im Prinzip für seinen Nachrichtendienst benutzt. Und mit denselben Ergebnissen hat er dann sozusagen bei den Amerikanern an die Tür geklopft und gesagt, hier, ihr wollt doch bestimmt unsere Forschungsergebnisse haben, ne? Naja, und die Amerikaner, die haben natürlich gesagt, na klar, her damit, brauchen wir, ne? Und dass das der natürlich... Das nannte man dann Operation Paperclip, ne? Pro-Klammer, wie man die ganzen Leute dann rübergeholt hat nach Amerika, die ganzen Kriegsverbrecher, die wichtig waren, die eben in Amerika mitgeholfen haben, den ganzen neuen Mist aufzubauen. Ja. Genau. Und dass man dort natürlich auch, sagen wir mal, diese Sache nie deeskaliert, sondern immer noch Öl ins Feuer gießt, das ist natürlich klar, weil diese Kreise, die dort ein Interesse haben, solche Leute weiter zu beschäftigen. Ne? Und der Gehlen hat ja selber dann auch wieder Nazis reingeholt, mit gefälschten Führungszeugnissen, mit gefälschten Namen. Ja? Da wurde ja im Prinzip die ganzen alten Seilschaften wurden ja komplett wieder in die Nachrichtendienste gehoben. Und die haben dort munter weitergearbeitet, wo sie dann nach dem Krieg aufgehört haben. Ja? Und wie gesagt, für uns ist das so einfach zu beantworten, weil das ist alles nicht offen, das ist alles verdeckt, das ist alles geheim. Das geht hier nur darum, Lügen zu verbreiten, Unwahrheiten den Menschen glauben zu machen, glauben zu lassen. Und deswegen ist das in dem wahrsten Sinne des Wortes absolut unbiblisch. Und insofern haben wir tatsächlich den Vorteil, wenn wir sagen, hier geheim, Geheimanhang, Reichskonkordat, dann können wir schon sagen, ja, es ist auf jeden Fall dann nicht in dem Sinne eines bibelgläubigen Christen, weil der braucht keine Geheimanhänge und irgendwelche Geheimabsprachen. Der steht einfach da, offen, ja ist ja und nein ist nein. So ist das. Genau, und wie gesagt, interessant war jetzt nochmal zu dieser Militärseelsorge, dass das also wirklich ganz weit oben angesetzt war. Und noch bevor eben die Bundeswehr gegründet wurde, ist unter Geheimhaltung. Ja, ebenfalls unter Geheimhaltung hier. Ne? Das steht hier, ja. Hier, eine, ne? Denkschrift, ja, über die Struktur der Seelsorge, eine neu aufzustellenden deutschen kasernierten militärischen Einheiten, ja, zu erarbeiten. Ja. Und dann eben Ende Januar 52 in nur dreifertiger Ausfertigung, also nur für wenige Augen bestimmt, dem apostolischen Nuntius, also der apostolische Botschafter, glaube ich. Ne? Nuntius ist ja, glaube ich, ein Botschafter. Nuntius ist der höchste vatikanische Vertreter im Staat. Ja, das war ja, Eugenio, ja, Pacelli ja in den, genau, 10er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und ja, das ist also immer derjenige, der am höchsten steht. Und dann den apostolischen Stuhl, also das ist dann mit anderen Worten der Papst selbst, mehr oder weniger, und Kardinal Frings. Komisch, überhaupt kein weltlicher Führer, ne? Hat eine Kopie davon, ne? Ist das nicht merkwürdig? Ja. Alles drei kirchliche, ja, Entitäten. Ja, das werden wir auch mal merken. Und ich meine, jetzt ist ja die Zeit wahrscheinlich eh schon ein bisschen fortgeschritten, aber ich muss mal so sagen, dass diese Leute natürlich genau wussten, wie wichtig es ist, dass man einen Soldaten eben nicht nur körperlich für den Krieg abrichtet, sondern eben auch geistig und seelisch für den Krieg vorbereitet.
Und das ist insofern auch nichts Neues. Ne? Und diese Militärseelsorge, das werden wir noch kennenlernen, das, die hat einen ganz, ganz üblen Beigeschmack. Weil gerade, ne, wenn jetzt ich... Jetzt gehe mal nicht zu weit. Hat einen ganz, ganz üblen Beigeschmack. Das ist eigentlich ein schönes Ende für diese Sendung. Auf den Beigeschmack kommen wir dann vielleicht nächstes Mal zu sprechen. Das denke ich. Ich meine, wir sind eine gute Stunde jetzt in unserer Sendung, Gerald. Und wir haben sehr viele interessante Dinge gesehen. Ein bisschen weniger, als du geplant hast, weil ich immer dazwischen gequatscht habe. Aber Nein, also ich möchte mich ja auch gerne ein wenig einbringen in diese Lehre und möchte auch immer gerne verweisen auf Dinge, die wir bereits früher gelesen hatten. Also wenn wir jetzt gerade eben zum Beispiel hier das Bild eingeblendet hatten von Sun Tzu, jetzt habe ich das schon wieder weggemacht, ja sicher. Ich hatte euch ja das Bild gezeigt von Sun Tzu, hier die Kunst des Krieges. Ne? Hier haben wir nochmal das alte Buch, Kunst des Krieges. Wenn ich darauf nochmal eingehe oder wenn ich auf Herrscher des Bösen nochmal eingehe oder auf hinter den Diktatoren oder andere Werke, die ich früher gelesen habe und die wir in unserer kleinen christlichen Gemeinschaft, die wir damals hatten, mit dem Viktor damit bei, die Bücher übersetzt haben und die Arbeit machen, euch diese ganzen Dinge wirklich zu zeigen, dann solltet ihr euch auch die Mühe machen, die Dinge auch anzuschauen und nach Möglichkeit weiterzuverteilen. Und dann seht ihr in einer Lesung wie diese hier, die der Gerald und ich jetzt machen, im Grunde, dass auch wir nichts Neues präsentieren, sondern immer nur die alten Sachen in neuen Kleidern. Ne? Weil es eben nichts Neues unter der Sonne gibt. Alles war schon mal da. Wir zeigen euch nur, wie es früher war. Wir zeigen es euch, wie es danach war. Und dann zeigen wir euch auch teilweise auf, wie es heute ist. Und wenn wir ganz, ganz tief in diese Dinge reingehen, dann können wir euch auch zeigen, wie es in der Zukunft ist. Weil selbst in der Bibel steht es an einer Stelle geschrieben, ich kann jetzt so nicht sagen, welche das war, ich glaube, es ist vorne in den Sprüchen irgendwo drin, dass wenn man die Vergangenheit kennt, man dann eben auch in die Zukunft sehen kann. Also jetzt natürlich auf eine sehr beschränkte Art und Weise. Und man weiß eben, wie das ist, weil es eben nichts Neues unter der Sonne gibt. Ja? Man weiß ganz genau, dass die Dinge, die waren, wiederkommen werden. Und deswegen ist Geschichtsverständnis so wichtig, deswegen sind diese Bücher so wichtig, zumindest in meinen Augen, die ich lese und die ich auch gerne mit euch teile. Und auch Gerald denkt da so drüber, weil wie der sich in der letzten Zeit engagiert hat, Dokumente und Bücher und alles zu besorgen und die Dinge zu hinterforschen und nachzuforschen und zu hinterfragen, da muss ich meinen virtuellen Hut mal vorziehen, finde ich ganz toll. Und die Reaktion auf diese Videos zeigt ja auch, dass ihr das auch schätzt. Und ich denke, wir haben heute schon wieder einige Büchsen der Pandora hier und da ein wenig geöffnet. Und ihr seht, dass man selbst in der 19. Sendung noch bis auf die ersten Sendungen zurückgeht und wieder Dinge ansprechen kann. Und wenn wir uns weiter mit Adenauer und Globke beschäftigen würden, dann würden wir diese Serie wahrscheinlich umbenennen müssen in Adenauer und Globke oder BRD das Vierte Reich oder BRD das Dritte Reich hoch 2 oder was in der Richtung. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja noch viel weiter gehen. Wir wollen noch ein bisschen, jetzt hätte ich beinahe gesagt, globaler, allgemeiner die Dinge in Betracht ziehen und dann eben auch an die heutige Zeit koppeln, wo wir ja den Ukraine-Krieg sehen. Wenn ich jetzt nochmal eben kurz, der Ukraine-Krieg hat im Grunde als kriegerische Auseinandersetzung, glaube ich, angefangen 2022. Ne? Aber die Vorbereitungen liefen ja schon 2021. Ja, und jetzt habe ich gedacht, wir hatten 1961, wir hatten 1941, jetzt haben wir 2021, so immer am Anfang und immer 20 Jahre runter. Also das ist eine andere Sache, da muss ich nochmal drüber nachdenken, ob ich euch das ein bisschen ausklabauster, wie ich das gemeint habe. Aber ich möchte jetzt Gerald nochmal eben abschließend das Mikrofon geben, dass er noch das Video eben zum Abschluss bringt. Und danke, dass ihr uns unterstützt, dadurch, dass ihr diese Videos schaut und darauf kommentiert. Das ist auch wichtig für uns, dass wir wissen, dass wir jemanden erreichen. Aber am wichtigsten bleibt im Endeffekt die Bibel und das Wort Gottes und nichts anderes zählt. Nichts anderes zählt. Diese Dinge, die wir hier machen, sollen nur dazu helfen, das, was in der Bibel steht, besser von geistlichen Wort der Bibel zu übersetzen in das weltliche Wort, in das weltliche Verständnis in dieser Welt, in der wir leben. Und jetzt, Gerald, bitteschön, dir noch die letzten Worte. Ja, vielen Dank. Genau. Also leider ist es eben das Problem mit der Zeit. Man hat viel zu wenig Zeit für das, mit was man sich eigentlich alles beschäftigen könnte. Man könnte so viele Bücher da bestellen und lesen und machen und tun, aber man wird das gar nicht zum Ende bringen können. Ne? Weil das ist so ein umfängliches Forschen
dass das also in normalen Mitteln und Methoden für einzelne Leute so gar nicht möglich ist. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass wir einfach versuchen, mal ein paar Stichpunkte zu finden, ja, wie eben jetzt das Stichpunkt dann auch für die nächste Lesung dann die Militärseelsorge sein wird, wo viele eben zum Beispiel noch gar keine Verbindung gelegt haben oder noch gar nicht richtig verstehen oder wissen, worum es geht, wie eben bei uns ja auch. Denn es ist tatsächlich so, dass diese Dinge ja nie einfach vom Himmel fallen, sondern man muss da sich selber erstmal ein bisschen bemühen, selber dafür interessieren und man kommt dann sozusagen in so einen Erkenntnisfluss rein, weil man dann diese Dinge miteinander kombiniert. Und da braucht man nicht unbedingt viel Wissen haben, ne, um diese Dinge miteinander zu verknüpfen, sondern es langen da eben einzelne Begriffe, teilweise auch Namen. Ja. Wie gesagt, der Kardinal Frings, das war zum Beispiel schon wieder sowas, wo mir bei mir schon wieder eine rote Lampe dann angeht, ja, um im Prinzip im Groben diese ganzen Dinge zu verstehen. Und das Wichtigste daran ist tatsächlich wirklich auch diese Liebe zur Wahrheit. Ne? Das heißt also, das, was sozusagen über diese Erkenntnis wächst in einem selber, durch das Bibellesen, was natürlich an erster Stelle stehen muss und sollte, wächst dann eben auch diese Liebe zu dieser Wahrheit einfach immer mehr. Und ich kann da nur von uns sprechen, von mir sprechen, das ist wie so ein, das ist, fasziniert einen immer mehr, weil diese Dinge sich immer mehr offenlegen. Ohne dass man jetzt eben ja, Geschichte studiert haben muss oder besondere Abschlüsse braucht. Nee, das sind Dinge, die man eben auch ganz als kleiner Mensch selber finden kann. Diese Wahrheiten sind noch nicht weg. Ja? Aber es wird eben immer schwieriger, an diese Dinge zu gelangen, gute Bücher zu finden, die eben auch einen entsprechenden Inhalt haben. Ja, das wird eben leider nicht einfacher. Ne? Und deswegen auch hier nochmal der Hinweis, dass wenn ihr unsere Bibliotheken mal anschaut, dort mal ein bisschen lest, vielleicht euch mal ein bisschen mit der altdeutschen Sprache nochmal auseinandersetzt, dann werdet ihr auch viele Sachen finden, die vielleicht jetzt nicht aktuell zu dem Thema moderne Kriege stehen, aber die im Kontext wichtig sind, die man vielleicht auch mal gelesen haben kann, um eben darüber dann vielleicht mal zu sprechen in der Familie, mit Freunden, am Stammtisch zum Beispiel. Ja? Dann hat man sicherlich ein ganz tolles Thema und ich denke mal, dümmer wird man dabei auch nicht. Von daher, also wie gesagt, kann ich dafür sagen, lest diese Dinge, versucht es euch einzurichten, interessiert euch dafür. Es ist so spannend, so erhellend auch, gerade im Lichte der Bibel, das alles zu sehen und im Prinzip diese Erkenntnis zu gewinnen. Insofern kann ich da dem Jörg bloß zustimmen. Und ja, diesmal war es ein bisschen eine andere Lesung vielleicht als sonst. Nächstes Mal geht es dann wieder richtig straff zur Sache. Mit vielen neuen Erkenntnissen, hoffe ich. Insofern denke ich, dass wir uns dann hoffentlich bald dann wiederhören. Und es würde mich freuen. Und in dem Sinne, Maranatha.